Servus Leute, willkommen zurück zu MedV. Heute lesen wir unter anderem das Tagebuch von Maria. Und falls ihr euch denkt, wieso das Video, das alles hier so aussieht, ich weiß selber noch nicht, wie ich es bearbeiten werde, aber ich weiß nur eins, das ist eine ganze Menge Arbeit. Glaubt mir, Leute. Kein Wunder, warum sich das andere Leute von anderen machen lassen. Aber egal. Lesen wir jetzt erstmal Marias Tagebuch. Und ich hoffe, mein Kommentarstil passt einigermaßen zum Spiel und ist schön angenehm. Kann das Marias Tagebuch sein? Ja, wir lesen das Tagebuch. Gehört sich eigentlich nicht, in fremde Tagebücher zu schnuppern, aber zu stöbern. Doktor, es ist auf den Tag genau ein Jahr her, seitdem ich in die Villa gekommen bin. Ich werde diesen Tag niemals vergessen. Bitte essen. Essen. Irgendjemand. Essen. Irgendjemand. Ein Bum? Was ist ein Bum? Keine Ahnung. Bettlerin? Nicht Landstreicher, aber... Obdachlose, sage ich einfach. Eine Obdachlose? Könnte ein gutes Objekt für meine Arbeit sein. Es ist schmerzhaft, so jemanden zu sehen. Komm mit in mein Haus, bitte. Ich gebe dir Kleidung und köstliche Mahlzeiten. Ich frage mich, ob dieser Doktor vielleicht etwas wohlhabend ist. Wow. Mampf, Mampf. Voll viel Essen. Muss ja total am Verhungern gewesen sein, die Arme. Ja, und jetzt sperrt er sie hier ein. Klar doch. Stay here for a little while. Also bleib hier eine kleine Weile. Ich werde meiner Familie über dich erzählen. Familie? Da scheint sie noch jünger gewesen zu sein. Naja, ist ein Jahr her. Es gibt's nicht, die Hunde. Ich habe eine Frau und ein Mädchen, was so um die 7 Jahre alt ist. Ich frage mich, von wann der Tagebucheintrag ist, weil sie hat gesagt, sind das die Hunde? Ich glaube schon. Weil sie hat ja gesagt, dass sie heute vor einem Jahr in die Villa kam. Aber Aya wird hier so ungefähr 7 Jahre alt. In der Cutscene von davor, oder nicht davor, aber in einer Cutscene von früher, haben wir gesehen, dass Aya 11 Jahre alt wird. Das heißt, diese Cutscene hier ist ungefähr 4 Jahre alt. Das heißt, der Tagebucheintrag müsste 3 Jahre alt sein. Theoretisch gesehen. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht in dieser Theorie. I'm sure they would welcome you. Ich bin mir sicher, sie werden dich willkommen heißen. Familie. Einen Moment. So. Mal kurz ins Fenster klicken. Da bin ich wieder zurück. Leute, es gibt leider ein paar Komplikationen, weswegen dieser Part hier jetzt, wie ich eben beschließen musste, nur ungefähr 20 Minuten oder so lang wird, weil es sind wieder ein paar Stunden vergangen. Ich war wieder zwischendurch einkaufen, meine Familie ist wieder zu Hause.
mein Bruder ist krank, ich muss auf den Ofen achten und einheizen und bla und blups und bla. Also ihr wisst Bescheid, wieder viel zu tun und ich habe keine Lust, da ich mich mit der Bearbeitung von der Webcam und so weiter noch nicht ganz so gut auskenne, will ich nicht, dass wenn da jetzt einer bei meiner Zimmertür da hinten reinkommt, dass ich das ewig rausschneiden muss und bla bla bla. Wisst ihr Bescheid, deswegen wird dieser Part jetzt eben kürzer. So. Achso, und ich werde, nachdem ich diesen Part hier beendet habe, den, werde ich das Spiel auf lautlos stellen, werde es minimieren und werde es offen lassen und den Computer, wenn es sein muss, die ganze Nacht lang laufen lassen, damit ich es morgen hoffentlich beenden kann, denn wenn ich jetzt das Fenster schließe, ist alles vorbei. Dann kann ich alles wiederholen und das will ich nicht. Nun gut, genug Erklärung, machen wir weiter. Is this person like me? Ist diese Person wie ich? Uff. Was für ein schrecklicher Anblick. Es muss ziemlich wehtun. Also, ja, wie immer, Freischnauze-Übersetzung. Vielleicht kann ich etwas tun. Mein Kleid wird nicht, also mein Rock wird nicht genug Kleidung sein. Aber es ist die einzige Kleidung, die ich habe. Ja, benutzt den Rock als Verband. Das Kleid vielmehr. Ich bin überrascht. Ja, die sitzt da jetzt nackt in der Ecke, weil sie ihr komplettes Kleid zerrissen hat, um ihn zu verbinden. Er wartet so bestimmt zu sterben, aber er hat sich über die Nacht erholt. Sieht so aus, als ob das exzellente, Verbinden und so weiter. Exzellente Arbeit und so. Hast du das gemacht? Ja, und hier ein kleiner Fehler. Man sieht noch, dass sie ihr Kleid trägt, obwohl sie ja eigentlich nichts mehr trägt. Oder vielleicht hat sie nur den unteren Rock zerrissen und trägt das Oberteil noch, das weiß ich ja nicht. Wie, fingerfertig. Du bist ziemlich talentiert. Bitte, ich. Ich kann sie nicht einfach so gehen lassen. Oder so. Wie ist dein Name? I am Maria. Maria, Operate Name. Ja, ich kenne das Wort leider nicht. Keine Ahnung, ein gewöhnlicher Name, wie auch immer. Maria, würdest du gerne meine Assistentin werden? Oh. Ich wünsche nicht, dich zu verlieren. Bitte, bleib hier bei mir. Nun, würdest du mich unterstützen für den Rest meines Lebens? Ja. Ist ja logisch, dass sie ja sagt, weil sie ist eine Obdachlose, die von der Straße aufgesammelt wurde. Hier bekommt sie Essen und eine Unterkunft und was weiß ich nicht, was alles. Da würde jeder ja sagen, um dich zurück auf die Straße zu müssen. Ich war so glücklich. So glücklich, dass sie mich gerettet hat. Ich war allein. Aber er war derjenige, der mich brauchte. Er gab mir Liebe. Solange er mich brauchte, werde ich auch bei ihm bleiben. Wie kann ich nur ohne ihn leben? Ich liebe dich, Doktor. Das ist doch der Grund, warum sie in ihn verliebt ist. Stuhl, sei ruhig.
ich habe niemals wirklich etwas über Maria gewusst. Nach all dem, Maria muss Vater wirklich lieben. So. Ja, es war wichtig, dass wir das Tagebuch gelesen haben, weil dadurch, dass wir das Tagebuch lesen, können wir das gute Ende freischalten und das will ich jetzt natürlich auch wieder haben. Und drüben im anderen Raum sind die Katzen gerade laut, ich hoffe, das hört man nicht. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt tun muss. Irgendwie gefällt mir die Stimmung nicht, sowohl hier im Spiel als auch hier bei mir. Weil es könnte jederzeit sein, dass jemand reinkommt und mich stören will und bla bla bla. Und da ich das nicht haben will, werde ich meinen Plan wiederum ändern und werde den Part hier jetzt beenden. Das heißt, ich werde jetzt den Part beenden, Aufnahmestopp. Dann werde ich das Fenster minimieren und auf lautlos stellen. Und dann werde ich vielleicht morgen weiterspielen von hier. Ich hoffe, es funktioniert dann nicht so wie bei New Super Marissa Land, dass erst recht nichts funktioniert und dann kann ich alles wieder von vorne. Naja, egal, werden wir schon sehen. Das war Mad Father. Das Replay von Mad Father. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Ich hoffe, die Stimmung gefällt euch. Ich hoffe, es stört euch nicht so Facecam und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch!